Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt gerade in Lissabon angekommen. Der Alex ist auch schon da. Also servus, aber es ist gerade irgendwie ein bisschen hell. Also. Seit wann ist Fredi schwul? Das ist eine gute Frage. Aber die kann ich euch jetzt so nicht beantworten. Bitte abonniert uns, liked uns. Wir sind der Boys. Team 11. Wir sind Team 10. Wir sind 10 Boys. Wir sind 10 Boys. Aber die richtige. Leute, wir haben gerade gehört, es gibt einen Supermarkt. Hier ist das Klo. Wie ihr seht, ist hier einmal das Klo, dann ist da einmal, bitte, komm, noch ein Klo, also kann es einmal richtig schön kacken gehen und hier ist der Spiegel. Ich würde sagen, hier entstehen noch ein paar schöne, sexy Spiegelfotos. Jetzt gehen wir mal unsere weiblichen Klassenkameraden besuchen. Das ist eine gute Idee. Was? Servus miteinander, wir machen gerade einen Vlog, wir machen eine kleine Blumentour. Dann geh mal rein. Also Leute, hier sind wir jetzt in diesem Raum. Das ist das Mädchenzimmer. Hier gibt es nur 6 Betten anstatt 10 bei den Jungs zum Beispiel. Und wir haben ein Bad. Und sie haben ein eigenes Bad. Nein, wir wollen eure Mücken nicht töten. Das ist das Problem. Also, wie ihr seht, es ist ein Mädchenzimmer. Man sieht schon mal den Boden. Da ist ein eigenes Bad und da sind dann nochmal die Betten. Genau. Ich würde sagen, ihr seid hässlich. Euch will ich nicht mehr sehen. Tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu liken. Und ja, genau. Schaut bei unseren Zweitkanalen, Dreikanalen an. Ja. Ah, die Duschen, muss ich duschen schon. Jetzt eine Dusche, komm, Dusche. Hier kann man ganz schön. Genau. Ich mache mal eine kurze Roomtour. Ja, mach mal. Das Wasser kommt da raus. Ja. Das ist ein Loch da raus. Okay. Und da kann man seine Sachen drauflegen. Ja. Genau. Und dann kann man hier noch zumachen. Okay, super. Und hier gibt es noch 2 Wasserhähne. Ja. Das ist ein Typ. Und das sind komische Typen, okay. Und weiter geht's, genau. Weiter geht's. Also, zurück in die Wand. Hier sieht man der edle Mädchenbereich mit noch einem nice Parkett und dann hier Pressspar. Ist jemand da? Ist jemand zu Hause? Das ist jetzt die Frage. Nee. Das klären wir in der nächsten Folge. Scherz, wir sind wieder da. Wir haben offiziell, Achtung, 30 ja. Abonnenten schon. WLAN. 30 Abonnenten. Ja. Wie viel kostet das WLAN? Wir haben WLAN, Leute. Wir haben WLAN. Hammer, wer muss denn WLAN aus? Ja, es funktioniert. Jimmy, macht die Kamera aus. Was brauchen wir? Wir haben uns überlegt, also Jugendherbergen, auf der Toilette gibt es nicht besonders gutes Klopapier. Deswegen standen wir jetzt vorm Schrank und haben erstmal geschaut, wollen wir dreilagiges oder vierlagiges. Jetzt ist natürlich die Entscheidung, das sind einfach mal 12 Rollen. Reichen uns 12 Rollen für gerade mal 4 Abende, wir da sind? 4 Abende. Egal, kannst du 12 mal schön kacken, ja? Ich würde sagen, wir nehmen es mit und spenden den Rest an arme Flüchtlinge. Wir gehen jetzt Richtung Innenstadt zum Abendessen. Unsere Klasse hat sich versammelt hier. Alle sehen schon wieder sehr fly aus. Alle haben sich rausgemacht. Ich auch. Das Pulli, Poloshirt, Bauchbeutel. Und jetzt geht es los. Marga ist auch am Start. Leck mich schon wieder ab, da ist Eva. Wir machen uns jetzt nämlich auf den Weg. Es ist mittlerweile schon 7 Uhr und wir wollen jetzt langsam was zum Abendessen haben. Ja, time to mal was trinken. Trinken, saufen, Alkohol und natürlich... Und Portugiesenkern. Und oder einfach Mücken bestellen. Wir haben heute schon ja einen heißen Portugiesen, sind so heiß. Genau. Da werden wir auch in einem späteren, gemütlicheren Vlog im Restaurant vielleicht noch drüber reden. Es gab einen sehr heißen Flugbegleiter, sein Name war Fabio. Eva, Marga, Zoe wieder gleich aktiv am Klären. Und Patti natürlich. Bitte Bild einblenden. Wait a minute! Dazu muss man jetzt eine Sache sagen. Fabio war sehr heiß. Sehr heiß. Ja. Sehr, sehr heiß. Ja. Und ja, er war heiß. Ganz oben für heiße Portugiesen. Genau, sie wollten in den Sky High Club und erstmal eine Sporttoilette vögeln. Sky High Club, aber ja, wir erzählen später die Geschichte noch genauer. Genau, aber jetzt gehen wir jetzt erstmal in die U-Bahn, da unten ist schon der Aufgang und dann machen wir später einfach weiter. Schau mal, hier Leute, ist Disco. Disco. Genau, jetzt geht's aber schon. Party! Yay! I'm gonna slap you, I'm gonna continue to do that. I'm gonna fucking slap you too. I'm not going to slap you. Ich provoziere ihn gerade leicht. Ja, sie provoziert mich gerade leicht. Auf jeden Fall suchen wir jetzt immer noch nach einem Restaurant, wo wir zum Abendessen hingehen können. Wir finden einfach keins. Boah, da sind Weiber. Schaut mal, meine Weiber. Ui! Also auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Wir sind jetzt am Hauptplatz in Lissabon. Da ist der Platz.
Eine Ewigkeit später. Wir waren gerade Abendessen und jetzt geht's nämlich weiter. Ja. Wir laufen gerade über hier so einen tighten Platz. Eva, komm mal her, Schatz. Eva hat schon ein bisschen Sangria-Intus. Oh, hier ist eine Bank. Mager auch schon ein bisschen, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin, dass sie heute nicht mehr von der Trambahn laufen oder von der Polizei aufgegriffen werden. Ich übernehme. Kämpfe ich schon mit meinem Vlog-Channel. Du machst doch noch Channel. Channel Maga, die Welt und ich. Wow. Hier ist der Penis. Du bist Maga. Also, auf jeden Fall, ich werde jetzt übernehmen. Da hinten sieht man unsere lieben Freunde. Hallo! Okay, sie haben einmal gerade nicht reagiert. Das fand ich. Da ist eine British Bar. Ich liebe Zungen. Ich liebe Zungen, vor allem sie Zungen. Frosch wird wieder was gefragt, was sie gar nicht weiß. Ich habe das Gefühl, sie weiß nie irgendwas. Maga! Ich bin auch noch Freunde. Vloggt ihr immer noch? Weiß jemand, wo die U-Bahn ist? Mike, will me.